Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knacker aus dem rostigen Städtchen Neulenkbach im Wienerwald. Ich sitze wieder an meinem Lego-YouTube-Videotisch im Saal Classic, das eitle Kinderkram, das vielleicht irgendwann einmal als Museum für Flipperautomaten und Lego-Sätze eröffnen wird. Und ich habe euch was mitgebracht. Das ist was sehr Spezielles, etwas sehr Spezielles. Ja, böse Zungen können behaupten, dass es eine verbogene Büroklammer ist. Das stimmt schon. Ich sage, es ist ein DVD-Laufwerk-Notöffner. Sofern ihr noch sowas habt wie ein DVD-Laufwerk, könnt ihr, wenn das nicht mehr aufgeht, in das kleine Löchlein hineinstochern mit der Büroklammer, mit der aufgebogenen, und dann springt es auf und ihr könnt die Scheiben rausholen. Ganz wichtig, wenn Stromausfall ist, dass das funktioniert. Ich habe euch noch was mitgebracht von der Firma Lego. Wahnsinn! Wir schreiben das Jahr 1975. Wir sind in einer Zugwoche, würde ich jetzt mal sagen. Ich hole es mal auf den Tisch. Es handelt sich, meine lieben Freunde der Blasmusik, um einen Kranwaggon und einen Flachwaggon. Fangen wir mit dem Flachwaggon an, wie sich das so gehört. Ich entferne die Ladung. Es handelt sich um die klassische Lego-Zugplatte, wie ihr sie schon 20 Mal gesehen habt bei mir, mit einem blauen und einem roten Magneten. Darauf aufgebracht sind ein paar Steinchen mit einer Noppenbreite und verschiedenen Längen. Natürlich dürfen auch die Puffer nicht fehlen, damit das Sinn macht. Darauf kommt eine Ladung, die besteht aus den normalen Anhängevorrichtungsplatten und zwei Stück Steinen. Davon gibt es dreimal diese Ladung. Ich montiere da mal zwei auf den Wagen. Und jetzt kommt das Interessantere, der Kranwagen. Der Kranwagen besteht ebenfalls aus dieser einfachen Zugplatte mit den Puffern und mit den zwei Magneten. Dann haben wir eine Drehplatte und einen Aufbau, den man logischerweise drehen kann, wenn es eine Drehplatte ist. Hallo! Und eine Windschutzscheibe. Das ist neu. Diese Windschutzscheibe ist nur nicht zwei Steine hoch, sondern einen Stein und zwei Platten hoch. Also nicht die klassische Windschutzscheibe, wie ihr sie hier kennt, sondern eine etwas kürzere oder niedrigere. Darauf gibt es dann diese Scharniergeschichte mit diesem typischen Thema, dass der Kran nicht beweglich ist, was ein bisschen doof ist. Man könnte in diesem Fall natürlich sagen, man glätzelt das Scharnier da oben. Naja, vielleicht. Nein, man kann es nicht bewegen. Ganz klares Nein, man kann es nicht bewegen. Die Scharniere haben hier den Oberteil mit 2x4 Noppen und den Unterteil mit 2x8 Noppen, also spezielle Scharniere. Das Seil wird hier durch diese Mini-Öffnung beim Scharnier durchgefädelt. Das ist nicht lustig für einen alten Knacker, ja? Also harte Arbeit. Es wäre hier jetzt besser, diesen Zwirn aus dem letzten Video zu verwenden, denn dieses Garn ist etwas zu dick gewesen. Deshalb funktioniert das nur, wenn das Gewicht dranhängt. Ich kurble mal. Und ihr seht, klappt wunderbar mit Gewicht. Ohne Gewicht würde es jetzt nicht klappen, weil ganz einfach das Garn zu dick ist. Ja, eine ganz simple Sache. Diese Art der Kurbel kennt ihr. Das ist nur eine Metallstange durch ein Spezialelement. Und darauf wird gewickelt. Ja, und wenn man das jetzt zusammenkoppelt, kann man, wenn man sehr geschickt ist und hier schwenkt und dreht und ein bisschen hofft und vielleicht noch betet, wenn man gläubig ist, dann kann man das hier da verladen und es geht auf den Flach. Der alte Knacker schafft es. Ja, und dann hat man nur mehr das Problem, wenn man durch eine Brücke rauscht oder durch einen Tunnel, dass der Kran davon fliegt. Das kennt ihr aus diversen YouTube-Videos. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Ich sage euch noch, wie viele Teile das sind. 55. Ein kleines, feines Sättchen. Ganz einfach. Lego-Nummer ist 134-1. Die Kinderkram-Inventarnummer ist die LA75202. Im Katalog war es 2 Jahre, 75 und 76. Dann stelle ich es schon wieder zur Seite und sage euch noch eine hübsche Hausübung. Ja, so machen wir das. Die Hausübung ist... Finde heraus, was ein Chroma-Film ist. Da! Das können nur alte Knacker wissen.
In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, sicher im Eitle Kinderkram.